Hallo meine Damen und Herren, hier nochmal aus meinem Cockpit in Hamburg, A320 kennen Sie. Wir haben heute den 1. August 2024 und ich hatte jetzt eine Trainingssequenz, sowohl zwei Videoaufnahmen. Und jetzt will ich eigentlich das Flugzeug nicht einfach abstellen und den Simulator nicht einfach ausmachen, sondern ich möchte auf kürzesten Wege zu meinem Ziel nach Bremen, an dem ich mittlerweile irgendwie vorbeigeflogen bin. Ich habe mir einfach einen Vektor eingestellt, geradeaus, damit ich in Ruhe diese Sequenzen drehen kann. Und ich habe auch das Kunstlicht jetzt abgeschaltet und jetzt zeige ich Ihnen mal den Weg, wie man am schnellsten auf die 2000 Meter Piste in Bremen kommt mit der A320. Und das geht nicht im Managed Mode und das geht auch nicht mit der Automatik, weil da müssen Sie an die Grenzen des Envelopes gehen. Ich weiß im Moment gar nicht so genau, wo ich bin, aber wir können mal gucken. Wir sind irgendwo, Bremen VOR habe ich gar nicht drin, aber die Übersicht verschaffe ich mir gleich mal und dann werden Sie das sehen. Seien wir gespannt, wie das endet. So, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich gucke erstmal, wo ich bin. Ich weiß das ja nicht. So, ich habe, guck mal hier, was ich im NAV drin habe. Ich habe Hotel India Golf drin, das NDB, das heißt schon mal fast nach auf 010, also 010 ist mein QDM zum Outermarker der 27, ILS 27 ist drin. Bremen ILS 27, können Sie sich gerne mal die Karte dazu holen. Ich bin in Level 100. Speed ist auf Managed Mode, bedeutet 250 Knots in Level 200. Das erste, was ich mal mache, ich drehe mal um. So, ich cancel IFR, ja, ich fliege VFR in Level 100 oder Level 9.5, streng genommen, müsste ich dann gehen. Das mache ich jetzt mal so, ja, und drehe erstmal das Flugzeug auf Gegenkurs. Der Gegenkurs von 200 Grad ist 20 Grad, ne? 20 Grad, so. Die sollten Sie immer im Kopf haben, diese Gegenkurse. So, dann gehe ich mal runter auf 5000 Fuß. Gleich, ich gucke aber erstmal. 20 Grad bedeutet, ich fliege ich fliege im östlichen Quadranten, da brauche ich eine ungerade Flughöhe in 500er Schritten VFR, in der Halbkreisflughöhe, also 9,5 wäre auch richtig. Solange ich eben in Flugfläche fliege und das fliege ich bei über 5000 Fuß. Hier unten scheint eine Autobahn zu sein, das sieht schon ganz gut aus. Und Bremen VOR bekomme ich im Moment noch nicht. Ich gucke mir das mal an, das ist hier eingestellt auf VOR 1. Wir gucken mal, wo Bremen überhaupt ist. Oh, schon ein bisschen weiter weg hier. Ah, da ist es. So. Müsste ich eigentlich das Funkfeuer gleich kriegen. Hören Sie mal. Ja, ich bin doch ein bisschen weit weg, 60 Meilen. Da brauche ich eigentlich noch nicht sinken. Da kann ich auch in 8, in 6, nee, in 7, 5 mal ausleveln erstmal. Wie gesagt, VFR unterwegs. Managed Speed kann ich halten mit 250 Knots. Und ich fliege auch keinen ILS. Ich erbitte einen Instrument, einen Simulated ILS Approach. Und Bremen gibt mir das auch, oder signalisiert mir, dass das möglich ist. Wir haben noch bis Rockbo, bis Hotel India Golf, haben wir noch 60 Meilen. Das ist jetzt überschaubar. Dann setze ich den Kurs mal, wenn possible, das erbitte ich mal, auf Hotel India Golf. Das muss natürlich alles mit der ATC abgesprochen werden. Das sind jetzt 9 Grad. Wind kommt von 4 Knoten aus Südwest, den kann ich vernachlässigen. Da brauche ich nicht groß vorhalten. Ich mache also mal einen klassischen QDM-Approach auf Hotel India Golf. Das ist hier die grüne Nadel. Sie werden das aus der Entfernung jetzt vielleicht nur am Rande sehen. Oder das Video ist ja in 4K, das kann sich vielleicht großstellen. Hier sieht man es ein bisschen besser. Hotel India Golf. Hier habe ich die 80 Meilen, da die 40 Meilen drin. So, wir sind noch ein bisschen daneben. Wir gehen mal weiter rum. 358 ist das QDM. So. Und ich will nämlich über Hotel India Golf anfliegen. Die Bahn läuft in 27 Richtung, also ich muss dann scharf links rum. Was mir hier noch zur Verfügung steht, so, das VOR Bremen ist 117,45, das wird hier irgendwann anzeigen, so bei 40 Meilen, schätze ich mal, geht das los. Und ich fliege jetzt mit diesen 250 Knoten dahin. Ich mache schon mal meine Landevorbereitung, Auto Brake Low. Unter 20, unter 10 machen wir auch die Landescheinwerfer an, wegen Vogelschlag. Sie sehen, wir sind knapp über der Wolkengrenze, wir haben Hochdruckwetterlage.
Ich weiß gar nicht, dass es Bremen QNH hat, das können wir hier mal einmal kurz hören. Kilo, Alpha, Kilo, Airport Information, Hotel 0937, Zulu, Weather, Wind 045, Visibility 10,000, Sky Fair, Temperature 23, Dew Point 16, QNH 1012, Flies of Official Contact, Hotel. Oh, das weiß ich gar nicht, was das für eine Station ist hier. Müssen wir gleich nochmal hören. Aber das wird in Bremen ähnlich sein, das Wetter. Das ist jetzt ein ganz knapper Anflug, denn die Flughöhe in Hotel India Golf, also am Outermarker, beträgt normal um die 1500 Fuß. Oder 1500 Fuß im ILS, wenn Sie normalen Gleitweg fliegen. Wir werden das aber nicht tun. Das heißt, wir müssen dann ziemlich tief runter. Und ihr erbitte da ein, ich will also shortest possible landing machen oder shortest possible approach, VFR. Das ist jetzt eine Trainingssequenz, die ich mir selber mal auferlegt habe mit dem Airbus, um nicht jetzt immer nur auf der Knöpfchendrückerseite zu fliegen. Ja, wir machen da trotzdem noch viel managed hier, ja, das sehen Sie. Allein das FADEC, der Autothrust, ist eine große Hilfe dabei. So, ich setze schon mal die Speedbrakes auf Armed. Kommt dann auch hier. Autobrake ist low. Wetter ist ja gut, da Wetterradar oder sowas brauche ich nicht. Wir kommen jetzt langsam im 40-Meilen-Bereich dann auch in das Bild rein. Sind über Grund schnell 282 Knoten, True Air 280. Wir haben eine ganz leichte Rückenwindkomponente von 2 Knoten. Wind kommt von der Seite zurzeit mit 5. Das wird in Bremen ähnlich sein. Und wir werden dann gucken, Bremen wird auch einen QNH von 212 haben, 1012 haben, schätze ich. Wir können in der Performance-Seite das schon mal eingeben. Na, 1012 habe ich schon, Temperature 24 habe ich geschätzt. Entscheidungshöhe ist mal eine Barohöhe, die machen wir 500 über Grund, ist 600 also. Weil wir VFR fliegen, Transition brauchen wir nicht. Wind tippe ich, wird ähnlich hier sein, dann um die 280 oder so. 280 gebe ich mal ein mit 5 Knoten, dass ich einen Wert drin habe. Den kann ich ja nochmal korrigieren. Temperature 24, alles andere habe ich drin. Das macht einen Approach Speed von 129 und 124 Landing Speed. So, und jetzt düdel ich hier so VFR-mäßig durch die Gegend. So, da habe ich Bremen 40 Meilen. Peilung steht auch wunderbar, also das ist ein klassischer QDM-Approach, ähnlich wie Sie beim NDB-Approach das auch fliegen, nur da fliegen Sie natürlich den richtigen Winkel. Ja. Das könnten wir auch machen, aber das würde länger dauern, da müsste ich also ein bisschen ausholen. Wir werden das mal in der Online-Flugschule machen, dass ich Ihnen den NDB-Approach dann nochmal vorstelle. So, wir sind jetzt im 40-Meilen-Bereich, dann gehen wir mal rein. Hier kann man schon mal den 20er schalten. Wenn der reinkommt, schalte ich wieder um. Jetzt muss ich gucken, wann muss ich sinken. Ich muss runter auf 1500, ich bin auf 7,5. Das sind also 5000 Fuß, die ich vernichten muss, mal 3, 15 Meilen vorher. Ein bisschen dazu, 10 Meilen dazu, 25 Meilen vor Bremen muss ich also anfangen. Ich bin jetzt 36, um auch mit der Speed dann alles gut reduzieren. Ich muss ja noch die Flaps fahren. Ich habe dann wirklich, muss in Landing Configuration sein, wenn ich da ankomme. So, jetzt sehe ich, dass ich ein bisschen zu weit links fliege. QDM wird größer, also muss ich größer steuern. So, die Abweichung in einer Minute, in 5 Minuten war jetzt etwa 10 Grad, also steuere ich mal 15 Grad erstmal dagegen, also 005, sagen wir mal 010, bis ich wieder ein QDM von 358 habe. Dicht daran will ich nämlich nicht, um noch eine Verfahrenskurve zum Schluss fliegen zu können beim Airbus. So, jetzt warte ich, also das heißt immer, Peilung wird größer, größer steuern. Ne? So, und dann warten Sie, bis die Peilung wieder auf den Sollwert zurückgeht. Das ist das auch das System eines NDB-Approaches, was Sie im Prinzip genauso oder was Sie genauso fliegen. Nur da warten Sie nicht so lange, sondern da korrigieren Sie feiner. Sie sehen, Peilung ist jetzt 360. So, jetzt geht sie 359. 358, das kann ich schon mal zurückdrehen auf Nordkurs. Dann müsste das in etwa hinkommen. So, jetzt kann ich schon mal zurückgehen wieder auf 355. Das ist mein Vorhaltewinkel in etwa, nicht ganz, dann nehmen wir mal 356, ich hatte ja, oder 357, das war ein bisschen zu viel, was ich drin hatte.
So, jetzt sind wir wieder 358, jetzt haben wir wieder die alte Peilung. Hier steht die Nadel halt ruhig. In einem kleinen Flugzeug wie die PA-28, wo ein, sag ich mal, altes, gewöhnliches ADF drin ist, da fängt die dann an, ein bisschen zu pendeln. Jetzt wird die Peilung wieder größer. Das ist wieder schlecht. Das heißt, irgendwas hier stimmt mit dem Wind ja nicht. Gehen wir mal wieder auf 000. Sie müssen über die Spitze wegdrehen. Gehen wir mal auf 5 Grad und korrigieren wieder. Wir reden hier um ganz wenige Grade. Wir sind jetzt 27 Meilen weg. Ich leite mal meinen Sinkflug auf 1500 Fuß ein. So, Bremen hat mich auf 5523 Squawk genommen für diese Übung. Das ist Training 1500. So. Gehe natürlich auf QNH 1012. BFA muss ich das erst unter 5000 tun, aber ich sinke ja durch. So, Peilung wandert wieder. Ich gehe wieder mal zurück, diesmal nur auf 0 Grad. Strenge muss ich ein bisschen links korrigieren, weil ich einen Wind aus 2564 habe, wenn das denn stimmt. Peilung steht jetzt, das ist gut. Wahrscheinlich ist der Wind fast 0. So, da hinten sehen wir schon eine größere Stadt, das ist Bremen. So, dann haben wir die Landing Lights an. Ich mache mal schon mal die Anschnallzeichen ein, obwohl in der Kabine heute keiner ist. Aber verfahrensgerecht ist das richtig. So, QNH ist gesetzt. Autobrake ist auf Low, Spoiler sind gearmt. Wir sind im 20-Meilen-Bereich drin. Lass ich mal stehen. Durchstarten heißt, fliegen wir straight ahead 3000 Turn Right to Bremen VOA, so habe ich das jetzt mit ATC besprochen für das Training. Immer wieder auf 5 Grad. Irgendwie driften wir nach links ab. Gleich nochmal wieder ein bisschen vorhalten. Das wäre jetzt zu wenig. Wieder 2-3 Grad reden wir hier immer. Das ist extrem gering. Wir sind jetzt wieder bei 0 Grad QDM. Ich mache die Korrekturen immer kleiner. Je näher wir drankommen, desto sensibler reagiert das Gerät auch. Ich könnte jetzt auch sagen, hier fliege mir mal eine Peilung von 330, um den Turn etwas weiter zu gehen. Hier ist Rockbo, das ist der Initial Approach Fix für den ILS. Den schalte ich gar nicht erst an. Den mache ich nicht. Ich will ja visuell fliegen. Nur das NDB zur Hilfe heute mal. Sie sehen mir ein bisschen Übersicht und so. Ich lasse absichtlich jetzt mal das NDB, lass mal die Peilung absichtlich jetzt, muss ja eine Verfahrenskurve noch rechnen, gehe ich mal auf 008 und lasse die Peilung mal auf 350 gehen, dass ich nachher nicht ganz so spitz rum muss. Könnte das gleiche natürlich mit dem Bremen VOA machen, das ginge auch, aber nehmen wir heute erstmal das NDB. Wir haben noch 12 Meilen zu gehen. Nach Bremen. So, ich fahre mal die Speedbrakes, setze die Speed mal auf 210, dass wir langsam reduzieren. Wir müssen ja runter auf 140. Das wird schon eng hier. Meilen noch. War schon slightly high. Sie sehen die 10 Meilen Reserve oder 15 Meilen, die ich da drin habe, die sind auch ganz schnell verbraucht. Ja. Ich habe ja kein ILS. Nachher ein Papi habe ich zur Verfügung. Also ich kann nachher optisch gucken, ob das passt. Bin kurz vor Hotel Inia Golf jetzt. Die Peilung wandert, wird kleiner. Die lasse ich aber auch bewusst kleiner werden, dass ich kurz vorm NDB rauskomme. Ich habe auch nur 2000 Meter Piste, fast keinen Wind, da muss ich dann auch, ich guck mal, bis Bremen Wetter kriege. Echo
Delta, Delta, Whiskey, yeah. Airport information, Juliet, 0950, Zulu, weather, wind, 026, at 6, visibility, 10,000, sky clear, temperature, 2.16, UNH, 1013. Ah, so 1013 ist genau Standard. Juliet. So, 10 Meilen. Echo, Delta, Delta, Whiskey, Airport information. Ja, wir haben sogar 026 at 6, also leichten Rückenwind. Das macht die Sache nicht einfacher. Hier gebe ich mal gar nichts mehr ein, das erfliege ich mir jetzt. Wir gehen mal runter auf 160 oder auf 150 schon. Wir haben Landegewicht 55 Tonnen. So, unter 200 Klappen 2. Klappen 1 hatte ich eben schon gesetzt. Die Speedbrakes sind noch draußen. Ich muss runter mit der Speed und ich gehe mal runter auf 1000 Fuß. So. Die Bahn liegt im Winkel von... So, jetzt haben wir ein QDM von 300. Die Bahn ist 5 Meilen entfernt. Die habe ich da in Sicht. So, ich habe die Bahn in Sicht, übernehme das Flugzeug auch mal manuell. Speedtracks arme ich mal bewusst. So, jetzt mache ich mal Autothrust bewusst aus. Drehe mir eben den Landekurs mal eben ein. So, dass ich den habe und gucke, wo die Piste ist. Da ist die Piste, jetzt stimmt die Höhe einigermaßen. So, 160 Knots, ich fliege die Speed mal manuell. Dreh rein, guck aufs Papi, slightly high, gear down, Speed im Auge behalten. So, 3 green, lights on, landing checklist ist completed. So, flap 3, so Papi zeigt weiß, weiß, rot, rot, das ist gut. Wir sinken langsam weiter. Den Flight Director mache ich aus. Den brauche ich nicht mehr. Ich mache keine weitere Hilfe haben. So unter 140 wollte ich aber nun nicht gehen. Full Flaps. So, wir fliegen mal mit um die 140 an. Das sind so roundabout 50% Power Setting. So, passt das. Wie gesagt, keine Automatik mehr drin. Wir gehen mal runter hier auf Landing Speed, ist die 130, da habe ich einen Marker, der wirkt jetzt nicht aktiv, sondern das ist nur optisch für mich. So, ich gehe jetzt nur nach dem Papi, das passt, Ende der Bahn angucken, Speed, auf Landing Speed etwa gehen, nicht zu langsam werden in der Kurve, 135, 100 above. Das sieht gut aus, 140, alles ist set. Und wir sind slightly high. Minimum. Ja, das brauchen wir alles nicht. Das VFR-Minimum, das passt. Wir sind slightly high, wir müssen sinken. Na, die können wir mal auf 3000 drehen hier. Ja. So, wir sind wieder drin. Nicht weiter sinken. So, Wind 300. Etwas von rechts, 60. Ja, das passt alles ganz gut. Wir sind 130 genau schnell. 200. Denken Sie daran, die Turbinen verzögern etwas. Wir sind knapp unter 130 jetzt. Das passt. Glide slope. Ja, der ist unerheblich. Wir sind ja unter Minimum. Glide slope. Glide slope. Oh. 40, 30, 20. Retard. 5. Und wir sind unten. Machen wir den Umkehrschub rein. Und bremsen. Etwas nach die Maschine. So. Wir wollen mal eine Short Landing machen. Und wollen rechts gleich raus. So, das war jetzt sehr sportlich. Das haben Sie gesehen. Wir haben jetzt ein Drittel der Bahn gebraucht nur. Also keine 1000 Meter. Rein manuell geflogen das Ganze. Flaps rein. So, die Landung zu beenden. Und das üben Sie ruhig mal, auch mit dem Phoenix oder so, ja. Das ist schon eine gute Übung. Landing Lights auf, Taxi Lights an. Keine Automatik benutzen, VFR fliegen, wenn das Wetter ist ja heute gut gewesen, Gelegenheit war da.
Ich wollte jetzt auch gleich nach Hause, beziehungsweise zu meinem nächsten Termin in Lüneburg. Und habe gedacht, seh mal zu, dass du schnell nach Bremen kommst. Und die Sequenz wollte ich dann Ihnen eben auch mal zeigen. Und Sie sehen, das kann man rein manuell fliegen. Versuchen Sie zum Schluss nicht managed hier irgendwas zu fliegen. Das funktioniert nicht. Das System ist zu langsam dafür. Das ist für sowas nicht gemacht. Der Envelope selber ist nicht für sowas ausgelegt. Ja. So, hier haben wir den Bremen Airport. Den kennen Sie auch schon. Da habe ich eine schöne Szenerie hier im Prepared AD. Hier steht noch die Anna, der Anna Citation Jet. Aus der Zeit, wo die Lufthansa hier noch die Anna geschult hat. Also japanische Fluggesellschaften. Wir gehen mal gleich hier vorne an das Gate 01. So, da steht normal jetzt ein Einwinker. Bremen hat noch kein Autodocking. Und da ist die ehemalige Lufthansa Aviation Training. So. Und jetzt gehen wir schön hier in das Gate, gucken ein bisschen. Und jetzt sind wir da. Parking Brake. So, dann gebe ich mir hier einmal das Ground Power. Und dann machen wir Ground Power an. Lights sind off, Strobes off. Das bleibt on. Alles andere machen wir später aus. Das passt alles, das passt. Dann können wir die Triebwerke abstellen. Power haben wir, dass uns hier nicht der Strom ausfällt. Nummer 1. Spring kurz die PTU an, die hier ein bisschen lauter ist als normal. Und die Nummer 2. Springt gar nicht an die PTU, auch gut. Müsste sie aber eigentlich kurz. Ja, jetzt springt sie auch kurz an. So, und linke vordere Tür, sage ich der Kabinencrew, links vorne bzw. left front door. Disarm, please. Und dann steigen wir da aus. Jetzt können wir auch das Beacon ausmachen. Dann gehen hier automatisch die Türen auf, Anschnallzeichen. Non-Smoking bleibt an. Ja, meine Damen und Herren, so haben Sie das auch mal gesehen, wie man das macht. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht, eine kurze Sequenz. Heute hier am 1. August 2024 ist mal ein bisschen was anderes als nur Microsoft-Flugsimulator. Und solange ich hier ab und zu nochmal die Gelegenheit habe und die Zeit vor allen Dingen auch habe, das ist eher ein Zeitproblem bei mir, zeige ich Ihnen hier aus der A320 auch gerne mal hier aus dem professionellen Simulator in Hamburg die ein oder andere Sequenz. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Thomas Hörner.